Session von Projekt Zombie und wir gehen einfach mal auf Fortsetzen. Wir haben ja beim letzten Mal den Umzug größtenteils fertig gemacht. Wir räumen noch ein bisschen auf. Und dann müssen wir mal gucken, was wir sonst noch so finden. Und wir haben ja mit Erschrecken festgestellt, dass die Dingens aus ist. Okay, Wasser Wasserzufuhr. Ja. Hatte ich hier noch? Leere Bierdose. Habe ich jetzt unten im Auto noch was drin? Hätte ich die jetzt damit rausgenommen? Ja, wahrscheinlich. So. Also ich will auf jeden Fall hier einiges weghängen. Wo habe ich denn jetzt mein ganzes Zeug hingelegt gehabt? Oh Mann, vielleicht. Ich glaube einfach unten in den Schrank rein. Ne? Ich glaube, ich habe auch unten im Auto noch Dinge. Gut, wir hätten hier theoretisch sechs Kisten. Sechs Kisten. Drei Kisten dahin. Also, kartontechnisch sind wir auch schon fertig, okay. Kiste. Das kann man doch wahrscheinlich hier platzieren, genau. Bam. Damit sind diese dann durch. Dann diese drei Kisten. Ich glaube, es ist einfacher, es einfach ins Inventar zu nehmen und dann da zu platzieren. Ich würde sagen, da ist es direkt. Dann haben wir hier eine große Regalfront. Das könnten wir hier drunter machen. Ich würde fast sagen, wir machen das tatsächlich gerade einfach mal hier hinkommen. Hier. Und mir ist auch dahin. Mal so relativ mittig. Dann hätte ich eigentlich gerne hier vom Boden die drei Propangastanks da rein. Auf das unterste Regal. Alle drei drin, super.
So, dann haben wir hier noch verschiedenste Flaschen. 33, das kann ich erstmal bei mir reinmachen. Und hier sind wir auch durch, genau. So, das hier ist eigentlich Autowartung, kann hier nicht mit rein. Kann ich das Ding hier einmal anheben? Achso, ich habe es angehoben, super. Und dann wieder abstellen. Ich hätte es gerne hier drunter gestellt. So, und dann kann ich hier nämlich zum Beispiel die Autobatterie reinmachen. So, die Bretter. Ich würde hier gerne Materialien reinmachen. Würde gerne hier zum Beispiel die Bretter einfach mal reinmachen. Die Jeans kann eigentlich weg. Die Schuhe schmutzig. Weiß ich jetzt noch nicht so genau, warum ich die mitgenommen habe. So, dann haben wir auch das. Laken. Wir haben hier alles belagt. Das ist okay. Bin hier immer noch überladen? Ja, einiges. Hier vorne wollte ich noch einige upsala, Dings anbringen. Hier Laken anbringen. Mit dem Glas nervt. Die haben ja hier keine. Hier gibt es keinen. Hier sind noch Kartons. Wie groß waren die? Nur in Anführungsstrichen 32, aber trotzdem. Ich werde hier sowieso viele Sachen rausnehmen und wegmachen. Das ist auf jeden Fall schon mal. Da gab es keine Fenster. Hier gab es noch ganz viele Fenster, wenn ich das. Ah, die habe ich schon zugehängt. Ja, nice. Dann sind wir doch eigentlich auch durch. Also hier unten. Oben werden wir jetzt noch einiges vor die Fenster hängen. Glaube ich nichts. Ich bin leicht überanstrengt. Oh, extrem überanstrengt, okay. Meine, diese Spinte könnten wir auch dann nach unten bringen. Ja, doch mal einiges überladen. Und etwas hungrig. Ja, nichts drin war drüben noch, glaube ich, in der Küche und im Aufenthaltsraum waren, glaube ich, noch Möglichkeiten. Hat er eben gerade den Jacko gemacht, rückwärts gelaufen. Vorhänge zuziehen. Ja, nice.
Denn hier Laken anbringen funktioniert. Vorne gibt es keine Fenster, okay. Theoretisch müsste aber hier das ärgert mich halt ein bisschen, dass das hier eigentlich keine wirkliche Rutschbahn nach unten ist. So, auf jeden Fall haben wir noch einiges an Laken übrig. Wir haben hier noch Taschen, die würde ich auch vielleicht unten hin machen. Und wir werden auf jeden Fall noch einiges an Zeug wegschieben. Extreme Anstrengung, gelangweilt, sehr depressiv. Oh, wir sind auch müde. Müde, ja. Diesmal klettere ich nicht runter, nicht, dass ich mir auf dem Treppe den Knöchel verknackse. So. Ehrlich gesagt, Laken will ich auch hier reinmachen. Material habe ich, glaube ich, auch ein bisschen was gegenüber. Da ist leer. Reisetasche, Wasserflasche. Wir machen jetzt mal alles hier rein. Und gehen nach oben jetzt ins Bett und legen uns da mal hin und tun uns mal. Nee, erstmal was essen kochen. Ich würde rennen, aber ich kann gerade nicht rennen. Könnten auch erstmal schlafen, ne? Aber gut, erstmal essen. Immer erstmal essen. Wir werden zwar gerade noch dicker, aber. Ja, ich weiß, Essen ist da hinten, aber hier vorne ist das Buch, was ich mitnehmen möchte. Wenn das Essen kocht. So, dann sind wir hier vorne. Und können jetzt hier erstmal wieder gucken. Genau hier kochen. Oh, wir können unseren Fruchtsalat zu mit einer Schüssel, okay. Gebratene Garnelen, Schrimps mit Mehl. Omelette, Pfannengericht können wir machen. Wo ist mein Topf? Schüsseln mit Müsli, mit Milch und Müsli. Würde ich gerne einmal verarbeiten. Müsste ich das ja irgendwie theoretisch in mein Dings kriegen. Dann essen wir das mal alles. Sind wir zumindest jetzt nicht mehr hungrig. Wir können noch mehr Müsli herstellen. Zutaten in die Pfanne gegen Preter. Erdnussbutter, zufälliges Gewürz hinzugeben. Also ich hatte ja hier sowieso ein paar stale Sachen. Die wollte ich ja vielleicht auch mal ver... und da ist wahrscheinlich dann Salz. Nee, stale habe ich hier jetzt gerade nichts. Frisch, frisch, frisch. Da kann ich hier keine stale Sachen gerade reinmachen. Das war jetzt ein Gewürz. Dann ein Ei. Mit ein bisschen Fleisch. Also ich sehe ja hier, wie viel das bringt, oder? 27, ja komm, das muss reichen. Die Schüssel kommt wieder in den Kühlschrank. Wo ist denn mein... Backform, Breta.
Ah, Kochtopf, den müsste ich wahrscheinlich mit Wasser füllen. Dann machen wir das hier mal gerade zu. Machen das hier mal jetzt. Ach so, wir können ja insgesamt. Was habe ich denn? Ah, ich habe meine Bandagen gar nicht dabei. So. Befülle Kochtopf. Ja, 3 von 10 nur noch. Ja, ich bin ja eigentlich, komm, ich bin müde und wir haben 0 Uhr, 0 Uhr 40. Bin extrem angestrengt. Eine rauchen vielleicht. Machen hier auf jeden Fall zu, damit hier nicht irgendwie noch nachts was reingeht. War jetzt natürlich die Frage ist, ob das hier gut war, das ungekochte Ei mit Schweinekotelett. Ja, auf jeden Fall werde ich hungrig. Sehr gelangweilt, sehr depressiv, sehr aufgewühlt. Ich bin nicht mehr so überanstrengt. So. Landwirtschaftsbuch lesen wir gerade, okay. Wahrscheinlich sowieso noch zu heiß. Aber hier sind wir halt auch erst auf Seite 18. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich wirklich halt den langsamen Leser überhaupt genommen habe. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, es liest halt zu langsam. Essen. Wie viel Hunger haben wir dann? Ein wenig hungrig. Wie viel Essen gibt es denn? 35, komm, wir können alles essen. Zack. Wie weit sind wir hier? 64 und es geht immer noch hoch. Ich glaube, ab 70 ist man nur noch leicht unterernährt. So, auf jeden Fall haben wir jetzt wieder viel zu viel gegessen. Das Gefühl kenne ich leider auch manchmal. So, Kühlschrank, Kochtopf, Bratpfanne, Bratpfanne. Weil der Kochtopf jetzt voll ist, ne? Macht Sinn, also eigentlich nicht. Die Bierflasche, die Bratpfanne. Bratpfanne wiegt 1. So, danach möchte ich jetzt erstmal eine rauchen. Also mein Charakter möchte das. Ich sage ja immer, Kinder, Rauchen ist ungesund. Was? Ja, dann rauch sie doch. So, das haben wir auch. So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo man diesen, ne, diesen Auffangdingens für Wasser baut. Wir können ja theoretisch auch Töpfe und Eimer vor die Tür stellen, um da halt wieder Sachen zu bekommen. Das ist alles fürchterlich. Sonstiges Holzkreuz, Steinhügel, Holzfall. Nee, das wollten wir alles nicht. Bar, Ecke, Holzkiste haben wir schon welche gebaut. Boden,
alles fürchterlich irgendwie. Wir könnten hier unten auch alles mal ein bisschen sortieren, aber andererseits, ich will halt looten gehen. Problem, was ich so ein bisschen habe, ist, wo gehen wir hin looten? Hier hinten die Häuser können wir noch so ziemlich alle looten. Würde halt eigentlich auch gerne hier mal versuchen, so ein bisschen das Gebiet freizuräumen. Ja, wir haben ja hier unten schon einen Pfahlzaun angefangen. Ich würde sagen, genau, wir machen mal die Polizeistation zu Ende. Es wird auf jeden Fall noch ein Riesenakt, das hier vorne zuzubauen. Ne? Und bis dahin sollte ich vielleicht halt auch irgendwie bessere, was auch immer, haben. Ich würde mir halt auch gerne eigentlich hier hinten dieses Gebiet mal anschauen. Das müssten so eingezäunte Häuser sein. Einfach mal fürs nächste Mal, ob man da irgendwie starten kann. Ich denke, mit der Feuerwehrstation bin ich schon relativ glücklich. Ich. Warte mal, hier. Kaputte Brett mit Nagel. Ah, okay. Die liegen auch andere Blödsinn rum. Schmutzige Stofffetzen. Guck mal da. Da steht einer rum und will eigentlich mit mir reden. Kam aber auch eben auf mich zugeschossen, ey. Hier ist sonst nichts, was wir auch machen können. Ja, die will rein. Können wir das Fenster öffnen? Nö. Ehrlich gesagt, gehen wir dann erstmal raus. Ich mag das nicht. Ich will nicht, dass die hier das Fenster kaputt macht. Und drinnen mag ich auch keine kaputten. Ja, hat sie schon. Ende. Da hinten, der macht auch die Tür kaputt. Ich meine, andererseits, eine kaputte Tür bedeutet für mich. Hauptschlüssel, wozu auch immer. Habe ich hier nicht eine Tür? Nee, aber. Durchklettern. Ach, da vorne ist auch schon kaputt. Okay, das ist genau die Situation, die jetzt nicht hätte sein sollen. Ich Vollhonk habe nämlich meine Sachen im Auto gelassen. Ich habe kein Gerät zum zerbrochenen Glas entfernen dabei. Ja. Gummiband, Radiergummi. Pilotenbrille. Das war hier beim Chef im Schreibtisch.
auch nur ein normales Halfter. Es gibt irgendwie noch ein Doppelhalfter. Das habe ich gesehen. Ich habe mir hier unten noch einen Slot. Da ging es nur auf dem Dings raus. War hier irgendwo was drin? Nicht so wirklich. Ah, Mini-Kühlschrank ist natürlich auch eine coole Sache. Gummiband. Na hä, der hat auch schon einen Hauptschlüssel dabei. Wir nehmen alle Hauptschlüssels mit, die wir finden können. Ich meine, hier muss es doch auch irgendwo eine Waffenkammer geben, oder? Da nicht. Ja, vielleicht ist das hier die Waffenkammer. Klebestreifen würde ich gerne mal mitnehmen, weil reparieren Klebestreifen mit 4 Klebestreifen, okay. Keine Klebestreifen. Ui. Okay, ich glaube, wir haben die Waffenkammer gefunden. Ein Zielfernrohr. Ich will erstmal weiter gucken. Noch mehr Waffen. Noch mehr Munition. Noch mehr Munition. Noch mehr Zielfernrohr. Schachtel mit Büroklammern. Ja, ich denke, ich laufe dann wohl wieder zurück. Das passt noch alles da rein. Das ist super. Das sind hier auch noch Schachteln mit Patronen. Da müsst ihr eigentlich auch pro Schachtel, weiß ich nicht, ob da auch 100 drin sind. Sieht man das irgendwo? Weiß ich nicht. Ich hätte gerne das hier auf jeden Fall hier rein. Und würde gerne eigentlich mal mit der Schrot ein bisschen rumknallen. Bam. Und die. Waffen-Upgrade. Was hatten die für ein Waffen-Upgrade? Waffengurt. Mündungsbremse. Was auch immer das ist. Beidhändig ausrüsten. Anbringen auf dem Rücken. Weiter nie ausrüsten, komm. Ich weiß nicht, R für Reload. Okay. Scheint so. Das ist jetzt gereloadet. Okay, wir haben hier Patronen weg. Schrotpatrone 5 plus 1. Okay. Das andere war aber leer. Gut, okay. Dann. Hiervon einfach mal das hier alles hier rein. Die Schrotpatrone hätte ich gerne hier hin. Glasfahne Voltschaft kann montiert werden auf Gewehre, wird die Trefferchance und reduziert das Gewicht. Okay, gut, wir sind dann aber zu voll. Wer hätte das gedacht? Ernsthaft? Und so, weit so weit. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt habe ich es ausgerüstet, oder? Ja, natürlich habe ich es ausgerüstet. Nee, habe ich nur rübergenommen. Kann ich das? Dann, die Schrotflinte wiegt 4,6, das Gewehr 4,3. Dann das hier mal auf den Rücken. Und ich bin überladen. Anbringen, Halfter rechts. Ich meine, M9-Pistole haben wir jetzt ja auch ein paar nur. Oder? 4 Stück. Was wir haben, haben wir. Gut, wir sind definitiv überladen.
Wir haben jetzt erstmal hier der ist ganz schön zu platzen. Oh, ein Schlagstock. Und ein Revolver. Hätte ich gerne beides mitgenommen. Und er hat nicht mal Polizeitrooperhose. Und Dings, die hat 20. Eine kugelsichere Weste. Und ein Halfter. Eine kugelsichere Weste. Nehmen wir mal mit. Ich bin gerade unsicher, was ich dafür ausziehe, wenn ich die anziehe. Wie schwer ist die? 1? Anziehen? Nichts. Nichts dafür ausgezogen. Ja, dann bleibt die jetzt auch an. Also im Nahkampf nehme ich anscheinend den Gewehrkolben und schlag damit zu. Eine Gürteltasche vorne, Polizeitrooper-Shirt, Gehörschutz wäre natürlich auch eine Sache. Wenn ich nicht wieder so erschrecke. Lunchbeutel. Lunchbeutel würde ich gerne mal reingucken. Verrottenen Joghurt. Das sah irgendwie mehr aus vorhin. In dem Dings, einen verrotteten Joghurt könnt ihr behalten. Ja, ich weiß, ich bin überladen. War da hinten noch was? Nee, das war ja hier hinten der Raum. Da ist, wenn ich das richtig sehe, nur ein Buch drin. Also ein Stück weit mehr ist mir das Herz aufgegangen, wo ich jetzt in der Feuerwehrstation war. Ich meine jetzt hier mit den Knarren, das wird bestimmt auch nochmal lustig. Im Aktenkoffer scheint nichts drin zu sein, dann bleibt auch hier was. Ich weiß halt auch nicht genau, wie die Reichweite jetzt von dem Teil ist. Müssten wir halt auch mal gucken. Ja, dann haben wir jetzt mal unseren ersten Zombie mit einer Schusswaffe getötet. Ja. Okay, hier hinten haben wir einen Kontrollraum. Ich würde halt gerne auch mit einem Auto zurückfahren. Okay, sind ja auch so Dinge, die ich hasse. Also könnte man doch erstmal unter der Tür durchgucken, ob da ein Zombie ist, anstatt einen da halt zu erschrecken wie sonst was. So, hier entlang, dann hier noch runter. Da geht's auch entlang, oder? Hat man hier noch irgendwas? So, da hinten war der Raum, da war der andere Polizist. Der hat aber nicht so viel Zeug. So, hier ist nur ein Fenster, was beschmiert ist. Also. Da die Toilette, hatte ich die gemacht? Ich glaube nicht. Es geht einfach ums Prinzip, alles zu machen. Kann ich beim Laufen nachladen? Ja. Eine Anzeige, wie viele Kugeln in der Knarre wären, wäre eigentlich ganz nett. Okay, das... Hier hinten, was liegt hier auf dem Tisch? So, das wird irgendwann kommen. Überladen sind wir so oder so. Weiß vorhin lag auch noch mal welche, aber was nicht ist, ist halt nicht. Okay. Also wenn wir gerade hier sind,
Ja, ich habe auch wieder Durst, ja genau. Na doch, vier. Toilette. Okay. Hier hinten auf dem Parkplatz hatte ich ja, glaube ich, ein Auto abgestellt, was nicht mehr so funktioniert. Das Taxi, glaube ich. Problem ist, wenn ich jetzt hier draußen halt schieße. Im Augenblick bin ich auch nicht. Ja gut, ich bin normal erschöpft. Noch nicht übermäßig erschöpft. Da ist das Taxi, da steht aber auch jemand. Ah, hier drüben auf dem Parkplatz da gegenüber waren doch, glaube ich, noch. Über den Zaun komme ich jetzt wahrscheinlich nicht. Da, ich kann doch hier den schwarzen mitnehmen, oder? Hier vorne ist noch ein anderer Lieferwagen. Genau, den wollte ich doch eigentlich haben. Das ist doch eigentlich perfekt. Bisschen ärgerlich ist die Sache, dass da vorne jemand rumsteht. Aber dem werde ich einfach wegfahren. Oder aber, ich meine, wir haben 11 Uhr. Oder aber, wir legen hier mal ein paar Sachen auf den Boden. Blem. Und machen mal hier. Ich kann ja den Schlagstock nehmen, genau. Wie wär's denn damit? Na, der läuft los, aber zum Glück nicht zu mir. So, bin nicht mehr überladen. Den Schlagstock erstmal im Gürtel links anbringen und dann primär ausrüsten. Dann habe ich zumindest eine Waffe. Dann hiervon mal alles. Hier rein und Klebestreifen kommen wir wieder zurück. Weil noch zwei von diesen Klebestreifen, dann kann ich auch meinen Baseballschläger wieder reparieren. Habe ich den eigentlich mit hier rüber gemacht? Nee. Achso, der ist da. Den könnte ich mal bitte auf dem reparieren. Kann ich den nicht auf den Rücken packen? Weil er kaputt ist, kann ich ihn nicht auf den Rücken packen. Super. So, wir haben jetzt den Schlagstock in der Hand. Oh, Baseballschläger wäre toll gewesen, wenn einer dabei gehabt hätte. Gut, wir sind immer noch erschöpft, aber jetzt sind wir insgesamt mir so unangenehm warm, weil ich noch die Weste wahrscheinlich drüber habe. Also wahrscheinlich, weil ich auch noch die Weste drüber habe. So. Kirche war ja so ein bisschen die Enttäuschung, schlechthin. Hier sagen wir nur ein Versammlungsraum. Immer auf den Kopf treten. Na gut. Gut, wir sind hier mitten in einem Verwaltungsgebäude. Ah, erstmal trinken.
Na gut. Nee, irgendjemand wird hier schon einen Schlüssel haben. Da ist jetzt ja nie so viel drin in dem Schrank, ne? Wo geht's denn hier hin? Am Moment. Würde. Er sagt, er macht Kreuzworträtsel da beim. Als Richter. Klebestreifen nur noch einen, den wir brauchen. Kein Klebestreifen. Gerichtssaal. Auf jeden Fall ist das ja auch wieder mehrstöckig. Ich habe halt die Hoffnung so ein Stück weit. Bindfaden, Zigaretten. Dass ich immer was zum Lernen finde. So, Bindfaden ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Elektroschrott ist nicht verkehrt. Zigaretten, da waren wir gerade. Ja, und was auch dahin. Wie mich das schon anregt. Erregt. Aufregt, wie auch immer. Das hier. Ihr wisst, was ich sagen wollte. Verstehe ich gerade echt nicht. Warum kann ich das denn nicht? Einfach alles zusammen darüber legen. Hab ich das jetzt da reingemacht? Nee. C.
Zigarette, Feuerzeug, Bindfaden, Elektronikschmuck. Ah, jetzt hat's mal funktioniert. Kleber. Die Schrotflinte jetzt noch. Zweimal Kleber, geht doch. 100% Chance, hat dann nur 10% wieder auf Reparatur. Aber ist okay. Könnten eigentlich mal hier ein Stück Apfelkuchen essen. Die Brausebanane kommt dann bitte hier hin. Da sind ja leckere Sachen drin. Aber gut, ganz viel davon ist schon stale. Dann müssen wir mal gucken. Weil es halt zu lange schon steht wahrscheinlich. Ja, müssen wir noch mal kurz gucken. Also die Stale-Sachen. Ja, gut, Hunger minus 5, Unglücklichkeit minus 5, aber Langeweile geht halt hoch. Andererseits bin ich gar nicht so gelangweilt. Noch erschöpft. Also, hast du deinen Schlüssel dabei? Finde ich denn jetzt hier einen Schlüssel? Okay, dann halt nicht. Na, vielleicht du? Läuft von mir weg, der Kerl. Na, so erschrecken wir es jetzt ja nicht. Draußen hämmert auch irgendjemand oder hier drinnen, keine Ahnung. Ah, hier oben. Ja, hier hätten wir jetzt auch noch mehr Klebestreifen. Und noch eine Schachtel mit Büroklammern.
Ich könnte da auch mal was Positives hier dran haben, also irgendwas, was man braucht. Ich meine, was man hier, denke ich, gut machen kann, ist Dinge auseinandernehmen, ne? So, hier muss man gar nichts öffnen. Oh. Ich weiß noch nicht, wofür man es braucht. Aber da wir gerade noch ein bisschen Platz haben. Eine Plane ist, denke ich, immer gut. Und auch hier wieder diese Sachen mitnehmen. Die Stofffetzen, um ehrlich zu sein, bin ich der Meinung, muss ich nicht mitnehmen, da töte ich ein paar Zombies, dann habe ich auch Stofffetzen. Also. Aber gut, hier gibt es viel Reinigungsmittel. Warum funktioniert das gerade schon wieder nicht? Mehr Konzentration. Ich bin schon wieder überladen. Schachtel mit Nägeln, Schachtel mit Schrauben, Mäusefalle. Glühbirne will ich keine mitnehmen. Danke, das ist voll. Das Ding ist tatsächlich voll, verdammt. Ja, wenn nicht, loote ich hier demnächst weiter. Ich habe jetzt ja auch die Dingenskirchens für unten an Landbeutel. Da wollen wir doch nochmal. Zigaretten, ja, weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich so viele mitnehmen muss. Die passen noch hier rein. Gut, was ist hier in der Land verrottene? Eine Brezel! Ich weiß, ich wollte eigentlich gehen, ne? Kleber ist wichtig. Gut, ob es jetzt hier eine Bibliothek drin gibt oder nicht, weiß ich nicht. Gehen auf jeden Fall raus. Doscht haben wir ein bisschen. Denke fast durchs Gebäude und dann hier vorne raus ist besser. Beziehungsweise jetzt da, kann ich da irgendwo raus? Wir probieren es mal. Würde mich halt trotzdem interessieren. Was es hier hinten so gibt, ne? Doch schon wieder neugierig. Also interessant ist es jetzt gerade auch nicht. Wie viel hat er denn jetzt wieder mein Baseballschläger? War halt auch blöd, dass ich die Dings noch mitgenommen habe. Ja gut, der Zustand ist halt immer noch nicht wirklich gut, ne? Ja, aber wir fahren erstmal das Gerät hier nach Hause, das Auto. Ja, das war ja klar, dass ich das jetzt wieder nicht mit den Bremsen hinkrieg. Elende. Ich habe eigentlich schon zurückgesteuert gehabt. Weiß ich nicht, ob es irgendwie noch eine bessere Bremse gibt oder so. Und wie schlimm das wirklich ist, wenn man da mal so ein bisschen anhackt.
Wenn das jemand weiß, kann es mir gerne schreiben. Tür schließen. So. Ja, Waffen und so. Ach Mann. Schon wieder eigentlich viel zu viel. Könnte ich eigentlich mal hier hinten mit reinlegen, ne? Zack, zack. Hier rüber. Mehr Waffen habe ich jetzt aber nicht dabei gehabt. Genau, wir können jetzt mal Essen mit hochnehmen. Bin halt schon wieder erschöpft, ne? Ich könnte ja ein bisschen lesen. Könnte mir was Schönes kochen und vor allen Dingen was trinken. Ah, Moment, bevor wir irgendwas anderes machen. Nehmen wir verdammt nochmal immer aus dem Handschuhfach. Sind ja auch noch Sachen drin. Diese Sachen in mein Inventar wieder rüber. Ja, damit sind wir wieder überladen. Hat keine Lust auf Sortieren, ehrlich gesagt. Das war doch hier vorne, oder? Ja. So, da haben wir ganz viel Essen. Das. Hier rein. Ich hätte hier ein bisschen. Zeugsel und noch drei Pistolen. Warum habe ich die denn nicht ins Auto gelegt? Ja, mit Shift jetzt. Also das Bleichungsmittel. Das Bleichungsmittel kannst du auch da drüber machen. Drei Pistolen kommen erstmal ins Auto, haben wir das der Waffentransporter. Ich meine, wäre natürlich auch eine Möglichkeit, einfach die Transporter hoch zu Dingsen zu befüllen. Schon wieder müde. Ja, weil ich halt hier die ganze Zeit überanstrengt bin, denke ich mal. So, das wollten wir auch am Rücken anbringen. Als Ersatzwaffe. Du hast dann auch keinen mehr. Super. Dann würde ich sagen, kochen wir erstmal wieder was. Nein, halt. Wir wollten eigentlich im Kühlschrank ganz viele Dinge unterbringen. Kühlschrank ist nicht. Gefriertruhe, Moment, frische Apfel. Wie nervt. So, also nochmal das. Das kann von hier aus in den Gefrierschrank. Müsli-Riegel und die Brause können dahin.
Die Schokolade und der Schokoladenkeks gibt es auch nicht, auch frisch oder nicht. So, die Stale-Sachen hier, die würde ich jetzt gerne in einem Essen verarbeiten. Warum sehe ich den da unten? Da ist noch ein Fenster, was nicht verhangen ist. Und nicht, dass das mal zum Problem wird. Moment. Okay, kann ich nicht mehr abbrechen, oder? So, wir gucken mal. Aloha, Varadur. Habe ich dich lange verpasst? Ja, 4 Minuten, sorry. So, gucken wir mal. 130. Na gut, wir sind hier auch ziemlich depri und alles. Machen hier mal eine kleine Zigarettenpause. Und dann legen wir uns hin und pennen eine Runde. Passt doch von der
Morgendlichkeit her. Sieht's hier aus? 65. Nur noch untergewichtig. Nicht mehr sehr untergewichtig. Jetzt müssten meine Fähigkeiten, meine... Du ahnst es nicht. Die Fitness geht nicht einfach so hoch. Muss man mal im Auge behalten. Bringt ja nichts, es immer dahin zu legen, nur um dann hier danach da vorne zu gehen, um da dann zu kochen. Wollen wir jetzt auch nicht. Ach so, die hat diese Nahrungsmittel stale geworden. Na, ja, besser als es verderben zu lassen. Okay, gucke ich mir dann später mal an. Definitiv. Ja, gucke ich mir dann später mal an. Danke dir. Ja, ich gehe davon aus. Alles gut. Rucksack leer, das leer. Gut, wir haben jetzt hier eine Ersatzwaffe mit dabei. Es ist halt die Frage, der Baseballschläger wird es nicht mehr lange tun. Aber gut, wir haben ja die Axt. Was soll's kommen? Wir haben jetzt 6 Uhr, da müsste draußen auch einigermaßen drin sein. Ja. Na, Tür schließen. Ja, und da kommt schon wieder die nächste. Okay. Bam hat's gemacht. Auf den Kopf. Und er hatte Socken dabei. Ich bin sehr depressiv. Ich habe halt die Hoffnung, dass da im Gerichtsgebäude vielleicht tatsächlich noch ein paar Bücher liegen. Wir werden es merken. VHS, ich meine, es gibt Videotheken, aber nicht in dieser Stadt. War vielleicht auch eine Sache, die ich mir hätte überlegen sollen. Und irgendwie hatten wir jetzt hier schon angefangen und da ich mich dann hier wenigstens schon mal ein bisschen auskannte, dachte ich, es wäre vielleicht ganz nett, hier zu bleiben. Geschrei da immer. Das hatten wir ja schon als Thema. Hier vorne die Tür, weiß ich nicht, kriege ich die so zu? Irgendwie. Tür schließen. Oh, kriege ich zu.
für was Büroklammern gut sein sollen. Da bin ich vorhin hochgekommen. Gucken wir erstmal jetzt hier vorne. Toilette, da können wir zumindest mal Getränke auffrischen. Sind wir denn durch? Kann man immer noch was Schmutz oder was? Ja, super. Kleiner Schmutzifink. Okay. Liebe ist immer gut. Gut, warum sollten hier Bücher sein? Dann auch noch nützliche. Ja, hätte auch besser sein können. Im Augenblick sehr enttäuschend. Gut, ein bisschen Klebeband immer wieder mal, aber ach Mann. Schachteln mit Büroklammern, ja, das wollen wir doch. Vierzig Zigaretten, super. Anfangs habe ich irgendwie gar keine Zigaretten gefunden. Finde ich auch irgendwie faszinierend, dass sich das jetzt so ja gedreht hat einfach. Ich möchte mich auch nicht beschweren. Spielkarten an sich natürlich eine coole Sache, aber.
Mit Fernseher. Band 1 habe ich mittlerweile, aber wir nehmen es lieber mal mit, weil und Metallmagazin, Metallcontainer, okay, ich glaube, das ist auch nicht schlecht. Das sind dann die, die glaube ich mehr tragen können. Hatte ich hier schon reingeguckt? Hätte ich Zigaretten gesehen? Ich denke nicht. Und den Kleber, oh nein, da war ich definitiv noch nicht drin. Das sind doch ganz nette Sachen. Viele davon habe ich schon mal. Wir nehmen es einfach mit. Ja, dann funktioniert es ja doch noch, was ich vorhatte als Plan, hier nämlich herzukommen und ein paar Bücher mit abzugreifen. Hinten war ich schon. Ja, doch, da war ich ja fertig. War ich da schon? Ja. Okay. Ich bin mir echt unsicher. Komm, wir nehmen sie beide mit. Wie mich das nervt. Wahrscheinlich braucht man die nie für irgendwas. Und die nehmen die hier immer die ganze Zeit mit. Ich meine, die wiegen jetzt auch nie so viel. Eine Brause, ja, komm, mit. Und Chips, ne, mit. Aber für ein Getränk und Dingsautomaten ist das echt wenig. Hm.
hinten Ausgang. Hier hinten waren ja noch ein paar verschlossene Räume, oder? Wo hat mich das hingeführt? Okay. Den hatte ich noch nicht offen. Denke ich mal. Auch jetzt nicht so die Welt, ne? Escherlich. Ah, warte mal. Müllsack, na gut. Müllsack. One shot. Dieser Pickup, der da steht, ich habe in einem Video gesehen, dass einer den als Fahrzeug genommen hat. Würde mich halt auch interessieren, kann ich da zum Beispiel von hier vorne auch auf den Kofferraum zugreifen? Hier auch nur von hinten. 143, der hat auch jetzt nicht so viel mehr. Gut, aber da sind natürlich jetzt wieder ein paar Sachen dabei. Briefkasse braucht kein Mensch. Bible Readings habe ich doch, glaube ich, schon. Aber wir nehmen es trotzdem mit. Da einfach einer von hinten angeschlichen. Jetzt nicht mehr. Nur nicht so gut, wie ich mir so erhofft habe. Wie er mir auch so schön reinläuft, ne? For sale. Ja. 61 nur da hinten, okay.
Ja gut, also ähnlich jetzt. Hudi. Ja gut, davon kann man ein bisschen was mitnehmen. Da ist nichts drin. Gut, Benzinkanister brauchen wir auch nicht mehr, aber das Zeug brauchen wir mit. Metallschrott. Wirklich beide schön weggehauen. Aufstehen noch erwischt. Da hinten liegt noch einer rum. Also ist hier im Grill drinnen nichts. Kugelsichere Weste haben wir schon an, nehmen aber auf jeden Fall noch eine mit. Kann ich das hier? Keine Alarmanlage, sehr gut. Kleiner Hängeschrank. Ich liebe Dosen. Stieltopf, Brete. Noch mehr Zeugsel. Da kann noch ein bisschen was sein. Frisch, stale, ungekochte. Das kann man auch alles mitnehmen. Ich bin überladen, macht aber nichts. Wir gucken hier mal noch durch. War da eine Tür? Laken. Mein Badetuch benutzen, um mich abzutrocknen. Ah, jetzt bin ich trocken.
Tischlerei 1 habe ich jetzt schon. Hier unten drunter hin, was kommen wir da überhaupt hin? Ungemäßigt angestrengt. So, mein Baseballschläger ist schon wieder kaputt. Prozent, um ihn für 5% zu reparieren. Das ist halt echt ärgerlich. Ist halt echt nicht mehr viel. Aber gut. Ein Gitarrenkoffer. Wenn da wie bei ein großer Wanderrucksack, Moment mal, wir haben einen Wanderrucksack und das ist ein großer Wanderrucksack, der fast 80, nee, fast 28 und Gewichtsreduktion 80. Ich hätte gerne mal, wie mache ich das? Moment, ich habe den in meinem Inventar hier, genau. Den machen wir jetzt praktisch auf dem Boden und machen den großen Wunderrucksack, genau, die auf dem Rücken tragen. Nein, das war es nicht. Das war es nicht, was ich machen wollte. Anziehen war das. Oder bin ich jetzt... Ah doch, da ist er doch. Tada! Und dann gehen wir nämlich hier in den Wanderrucksack. Sagen, alles transferieren. Jetzt müsste ich hiervon so einiges hier noch rein tun können. Jetzt natürlich nicht alles und so, aber ein bisschen noch. Mehr als vorher. Aber ehrlich gesagt, der Wanderrucksack kommt dafür trotzdem noch mit. Da bin ich eigentlich auch wieder ziemlich gut voll. Aber gut, also wie nennt sich das Ding? Großer Wanderrucksack. Okay. Scheint sich zu lohnen. Das kann auch hier rein. Was? So. Da nichts. Gut, okay. Ja, das hat sich doch auch schon wieder gelohnt, hierher zu kommen. Da war mit drin. Könnten wir auch mal gucken. Doch hier. Ja, sowieso ein wenig Hunger. Dann essen wir einfach mal eine ganze Eiscreme auf. So. Wohlgenährt.
Strohhut. E-Gitarre ist natürlich zum Zuschlagen auch eine Idee. Will ich mal so eine E-Gitarre einfach mal mitnehmen? Ja, will ich. Doppelläufige Schrotflinte habe ich eigentlich ja jetzt mittlerweile genug. Aber Schachtel mit Munition hätte ich eigentlich auch gerne dabei. Da mal mit, da, da hinten, jetzt können wir noch runter. Noch mehr Bücher. Ich werde es ja, CDs passen hier anscheinend immer. Kleber und Klebestreifen. Vorne haben wir noch ein kleines Räumchen. Das sind halt richtig viele gute. Kfz1 müsste ich haben. Ganz kurz mal gucken. Lehrbücher. Kfz3. Ach komm, wir nehmen es lieber mal mit. Weil wer weiß. Okay, da kann ich ein paar Sachen dann nicht mitnehmen. Können wir dann gleich mal gucken. Gut, die wiegt halt 10, ne? Haben wir hier. Ah, davon kommen wir doch zum Beispiel. So, eins. Kann ich jetzt wieder 10 mitnehmen? Gerade mal hiervon noch mal probieren. Will ich hier was rein? Nee, definitiv auch nicht. Essenstechnisch sind wir aber auch schon wieder unten. Also eine frische Eiscreme? Nee. Wir hatten hier doch noch ein Steak umgekocht, aber das kann man eigentlich mitnehmen. Oh Mann. Wir hatten nur noch was anderes zu essen dabei, oder? Müsli-Riegel, alles essen. Zack, zack, zack. Jo, passt. Und jetzt müsste das hier eigentlich. Nee, passt nicht. 20. Und dann kann ich auf 50. Ja gut, dann können wir es halt nicht mitgehen kommen. Gibt jetzt Schlimmeres. Dann halt nicht. Ach, natürlich muss jetzt hier noch einer kommen. Wir nehmen den Lieferwagen dann, denke ich, einfach mit. Auch wenn da gar nicht so viel reinpasst, wie ich es gerne hätte. Oder nehmen wir hier vorne irgendwas mit? Den Pickup vielleicht. Ja, extreme Anstrengung. Oder wir fahren an sich mal heim. Noch mal hier. Das Silberne sieht doch eigentlich ganz nett aus. Der Nox war ja, glaube ich, auch nie so toll von.
Was natürlich so richtig cool wäre, wäre eigentlich mal so ein richtiges Feuer. So ein richtiges Feuerwehrauto, das man hier reinbringen kann. Oder halt so ein richtiger Truck, dass man so richtig nomadisch leben kann. Da gibt es bestimmt aber auch Mods für. Also das wäre natürlich, wo man hintereinander auch so eine Schlafstätte hat, in Anführungsstrichen. Würde mir, glaube ich, auch gefallen. So, ich habe natürlich wieder viel zu viel von so ziemlich allem. Oh, ich kann sogar noch ein bisschen rennen. Extrem hohe Anstrengung. Jetzt kann ich nicht mehr rennen. Aber eigentlich müsste meine Fitness mittlerweile voll hochgehen hier. Ups. Zumindest nicht, wenn ich gegen die Tische laufe. Stärke wächst auch, aber das wird ja noch ewig dauern. Aber erstmal wäre mir wichtig, das Essen hier reinzulegen. Weil ich auch da jetzt wieder ein bisschen das Problem habe, das Problemchen. Gut, im Gefrierschrank haben wir noch Platz. Was haben wir denn hier an? Balla, hier erstmal. Dinge, die kaputt sind. Irgendwas, wo frisch dran steht. Also kaputt gehen können, wo frisch dran steht. Habe ich jetzt hier gar nicht. Hier auch nicht, hä? Es wird umgeguckt. Stale kommt auf jeden Fall in den Kühlschrank. Frisch, frisch, frisch. Frische Eiscreme. Frische Birne. Ernsthaft. Ist er halt echt. Hierhin. Gewürzgurken, Dose, 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 Dose. So. Hier kommen jetzt die ganzen Dosen rein. Und von hier aus auch Kaffee und Gewürzgurke und Rotwein. So. Dann haben wir hier noch Chipsbrause, Vitamine nicht unbedingt. Brause bis Tomatenmark. Das ist halt auch schon wieder am gefüllt werden. Also an Konserven habe ich jetzt echt genug, muss man schon sagen. Mir ist warm, wer hätte das gedacht. Bin aber gar nicht mehr so stark. Doch. Gut, die Autoteile hätte ich vielleicht unten lassen können. Dass ich da jetzt wieder alles doppelt angeschleppt habe. Ja, wir sind auf jeden Fall noch ein bisschen überladen. Lehrbuch, Lehrbuch, Lehrbuch. Einige Lehrbücher. Ich hatte da eben selber noch ein doppeltes im Rucksack. Moment, hier haben wir doch auch noch Lehrbücher. Warum haben wir die jetzt nicht hier rüber gemacht? Sehr verwirrend. Die CDs gehören auch hier rüber. Haben wir es denn jetzt bald mal mit unseren Sachen? Die Lehrbücher sind drüben. Aber ich bin auch noch bei 25 überladen. Das hier ist hierhin, kann mal dahin. 22. Und jetzt diese schweren Sachen hier. Oh, nicht mehr überladen. Wenigstens das. Mein Baseballschläger. Na gut, ein paar Schläge würde ich noch machen können. So, genau, wo waren wir stehen geblieben? Also von den Karten haben wir mittlerweile auch einige. Da habe ich auch noch welche unten im Auto liegen.
Davon müssten wir eins wegmachen. Na? Davon müssten wir eins wegmachen. Ja, schade. Kfz1 hatten wir auf jeden Fall. Aber der größere Rucksack ist auf jeden Fall schon mal ein Riesengewinn. Gut, ich muss ja wahrscheinlich auch nicht alles mitnehmen, was ich hier so mitschleppe. So, da ist noch eins. Gut, einiges an doppelt mitgenommen. Aber ich finde halt auch, ist halt ja eigentlich, Moment, das war's jetzt nicht, Tischlerbuch. Na, hoffentlich habe ich nicht schon ein anderes Buch weg, was ich eigentlich noch brauche. Habe ich die jetzt eigentlich aufgeklappt gelassen. Und hier haben wir noch, ups, ein Buch, was auch zu viel ist. Und dann sind hier auch nur noch 37 Kilos drin. Hier bin ich jetzt halt wieder total zu überladen. Muss ich runterbringen, auf jeden Fall. Ach. Kann ich nicht auch einfach hier einen Mülleimer werfen? Ich weiß halt nicht, ob Mülleimer bedeutet, dass es auch irgendwann von alleine weggeht. Das wäre natürlich eigentlich auch cool. Weil ich glaube eher, dass man es wahrscheinlich rausbringt. Warte, da sind noch Jägermagazine. Da war ich mir ja nicht sicher, ob die bestehen bleiben. Aber ich glaube, wir haben ja das Dings gelesen und ja, komm. Die werden auch hier rüber. So, und hier. Nice. So, dann wollen wir wieder mal was kochen. Das wundert mich nur gerade halt mit dem. Ich habe doch hier im Kühlschrank habe ich doch einen Topf mit Wasser, oder? Kochtopf mit Wasser. Finde ich interessant, dass der mir jetzt hier nicht angeboten wurde. Der Kochtopf mit Wasser. Weil ich will eigentlich eine Suppe. Kochtopf mit Wasser. Was habe ich hier? Kochtopf mit Wasser, aber nicht mit genug Wasser. Ah, okay, okay, okay. Wir haben gar kein Wasser mehr. Ich kann nicht ran. Noch recht schwer beladen, ja, weil ich den Kochtopf dabei habe.
Ist klar. Kann ich hier hinten befüllen? Kochtopf mit Wasser. Noch schlimmer wird es, wenn halt wirklich jetzt Nacht, also wenn Stromausfall ist. So. Jetzt hier die ganzen Stale-Sachen eigentlich zu füllen. Okay. Bei mir sind auch Geräusche vor der Tür. Bin ja doch ein kleiner Schießer. So, jetzt ist staliges Zeug weg. Ein zufälliges Gemüse können wir noch mit reinmachen. Gerne ein Ei. Okay. Bisschen hier dran. Ja, ist doch eigentlich super. So frisch ungekocht. Ehrlich gesagt, würde ich den jetzt gerne hier reinstellen. Weil dann lassen wir den hier erstmal frisch ungekocht. Okay, wie schwer ist der denn? 3,9. Dann hätte ich gern den Wassertopf hier. Den frisch ungekochten da. Der Wasserkochtopf. Spültopf kommt hier rein. Ich auch, wenn er nicht mehr überladen. So, dann als nächstes machen wir uns ein Bratendings zurecht. Genau, Pfanne. Pfanngericht zubereiten. Zufälligen Meeresfrüchten. Bisschen Gemüse. Und natürlich ein Ei. So. Na, wo sind wir? 29, das muss reichen. Wir haben jetzt schon wieder zu viel dabei, die E-Gitarre kann man hinter. Wie war es denn damit? Und wir lesen mal das Landwirtschaftsbuch. Ja, ich müsste mich da mal ein bisschen drum bemühen, einen Generator herzubekommen und dann halt auch zu gucken, wie man die Sachen anschließt. Aber dafür brauche ich halt auch insgesamt erstmal Elektrotechnik und was nicht alles. Kabel habe ich ja, glaube ich, schon ein paar. Alles schwierig. Oder nicht so einfach, sagen wir mal so. Anhalten, scheiße. Ja. Wir haben noch nicht hungrig, dann warten wir hier mal gerade. Das irgendwie hochrutscht. Irgendwo. Wir sind immer noch am dicker werden, sehr gut auf 66. Ich glaube, draußen regnet es. Könnte jetzt natürlich einmal rausstellen.
Halt. Durchgelesen? Durchgelesen. Super. Müssen wir nur mal gucken, ob wir Landwirtschaftsdings 1 da schon drin haben. Landwirtschafts. Nee, 1 haben wir nicht drin. Gut. Dann ist der da jetzt wieder drin. Ich möchte jetzt noch mal gucken. Ich habe doch VHSs. Und davon müsste doch 1 Survival, genau. Farming. High Speed Tram. Nee, das ist es nicht. Tanya, Dark. You are dead. Akabu, nee. Genau. Gibt es hier irgendwie was? Nicht so richtig. Okay. Halt die Frage, das ist jetzt, was hat man gesagt für ein Dings? Farming. Farming haben wir jetzt gelesen. Noch mal kurz gucken. Farming. 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 Natursuche? Nein, das ist nicht. Das ist das hier. Landwirtschaft. So. Dann nehmen wir uns jetzt mal hier die Farming-Dings raus. Ich will das jetzt einfach probieren. Ich sehe auch heiß aus. Dann möchte ich gerne die VHS hier reinschieben. Und dann abspielen. Noch einmal kurz ausschalten. Während wir das machen, können wir natürlich das nächste lesen, ne? So, was brauchen wir noch? Humanmedizin wäre nicht schlecht. Schneiderei weiß ich halt nicht, wie gut oder schlecht. Das ist halt schwierig. Was haben wir denn überhaupt noch zu lesen? Hier das Anglermagazin, weiß ich nicht. Angelrute herstellen, Fischnetz herstellen, Draht zur Rückgewinnung. Schlingenfalle herstellen wäre halt interessant. Ich weiß halt nicht. Das müsste Fallenstellen sein. Ob man da halt Fallenstellen dann mal ein bisschen probieren. Metallarbeiten, make metal walls, make metal roofs. Der Kräutersammler. Pflanzliche Heilmittel noch nie gelesen. Elektrotechnik hat man gesagt, Hammer, genau. Erste Hilfe wäre halt vielleicht tatsächlich trotzdem auch nicht schlecht. Nehmen. Dann haben wir das jetzt nämlich hier und dann können wir, das ist ja das Lustige, wir können ja praktisch, während wir beballert werden mit Lernpunkten, müssten wir eigentlich. So. Langeweile geht runter. Erschöpfung ist nebenbei auch wieder weg. Habe ich eigentlich mein Essen gegessen? Genau, Müll. Langeweile geht runter. Landwirtschaft geht hoch. Bam! Gleich mal bis hierhin. Landwirtschaft nochmal. Stopp, 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 stopp. Ausschalten. Weil jetzt wäre es gut, wenn ich Landwirtschaft das nächste lese, bevor es mich weiter tickt. Was? Nein, die ist verbraucht, wenn man die angeguckt hat. Oh. Nein, bitte sag mir, dass sie hier irgendwo rumliegt.
Oh, ich dachte, ich kann die immer wieder angucken. Gut, dann war vielleicht auch das Abbrechen jetzt. Aber ich denke, das ist zu Ende getickt gewesen. Aber ich habe jetzt mit dem Bonus, habe ich halt zwei und ein Drittel Level grob gemacht. Ist auf jeden Fall eine gute Sache. Es ist natürlich die Frage, ob ich mit diesem Charakter überhaupt die Bücher finden kann. Oder ob ich nur die Bücher finden kann, die VHS finden kann, die ich selber noch nicht geguckt habe. Nee, ihr versteht, was ich meine. So, aber auf jeden Fall gut. Wir haben jetzt hier Erste Hilfe, haben wir drei Seiten gelesen. Super. Wir sind super. So, wir legen das hier mal hier vorne hin. Ja, Tischlerei. Wie sieht es denn aus? Fähigkeiten. Tischlerei bin ich. Ja, hier. Ich würde ja am liebsten gerne mal. Bin halt auch schon wieder ein bisschen müde, ne? Oh, und Hunger habe ich. Ich habe ja gar nicht gegessen. Ich habe ja gar nicht gegessen. Wie hat's denn jetzt? 37. Ja, kann man doch alles essen. Essen wir einfach alles. Jetzt sind wir wieder sehr gut gesättigt. So. Abbauen. Großer Plastiktisch. Bam, weg damit. So, wie viel haben wir jetzt auf 506? War, ach so, das war das andere Buch noch. So, hier rein. Zehn Komma neun vier. Dreizehn, okay, obwohl wir unbrauchbares Holz produziert haben. Sollte ich auch erstmal mein Inventar rauslegen. Dann will ich eigentlich auch mal den Vorschlaghammer mit hochnehmen und will gucken, ob ich hier, weil man muss da wohl irgendwie einen Durchgang machen können. So. Moment mal. So. Was? So. Hier haben wir Materialien. Ach, ich habe auch die Pfanne noch dabei. Elektrozeug kommt ja drüben rein. Hier Bretter. Klebeband. Bindfaden. Machen wir mal gerade hier alles, was Material ist. Zacki, zack. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, auch eine leere Flasche. Ja, super. Timmer. Hier. Fahrzeugteile müsste man hier hinpacken.
Hier haben wir auch noch mal. Hier haben wir die Elektrosachen. Wie viel ist das hier denn alles? Mal alles nehmen. Laden wir uns einfach mal wieder ein bisschen. Wir sind auch nicht mehr überfüttert. Wir sind sehr müde. Aber wir können noch laufen. Running. So, Material bis Material. Hier rein. Okay, das reicht nicht. Vorne passt hier noch die zweite Weste zum Beispiel rein. Könnten wir hier rein? Ach, da sind noch Materialien. Dafür kommt hier der Müllsack rein. Hier vorne hatten wir noch gesagt, die Elektronik-Sachen. Die Stofffetzen kommen auf jeden Fall auch drüben zu Materialien noch rein. Aber können wir das hier mal bitte dann halt hier hin. Wo ist denn meine andere Tasche da? Kommen hier jetzt einfach die Behälter rein. Haben wir da drüben die Elektronik sein, die können wir eigentlich auch rüber tun. So, hier will ich auf jeden Fall die ganzen Stofffetzen rausmachen. Was haben wir jetzt hier oben noch drin? Die Bretter, die vier. Und Bretter. Nadeln kommen zu Werkzeug, bitte. Okay, ist kein Werkzeug dabei. Ihr wisst, was ich meine. Ich loote und loote und loote. Ich weiß halt nicht wirklich, was ich brauche. Das ist so ein bisschen mein Problem. Und dann nehme ich, glaube ich, auch zu viel mit von Zeug, was halt einfach nicht so wirklich sinnvoll ist. Ja. Zigaretten, würde ich sagen, hier rein. Da war nur noch die Bratpfanne drin, die da nicht reingehört. Da gehen wir mal nach oben und legen uns schlafen. Was hatte ich jetzt noch, was ich wegmachen wollte? Munition. Gut, die E-Gitarre, ja. Also Munition können wir auf jeden Fall hier noch mit reinmachen. Hier haben wir auch noch einiges wegzubringen. Die E-Gitarre, folgender Vorschlag. Die E-Gitarre wird
weiter nicht ausgerüstet. Der Baseballschläger kommt hier rüber. Gemäßigt angestrengt, oder das geht ja noch. So, wie sieht es jetzt aus? Das Tischlereiband kommt in den Müll. Nein, halt. Tischlerei B5, ja doch, muss in den Müll. Hier vorne mein... Oder hatte ich es abgelegt? Ich hasse es. Lehrbuch. Ja. Ich glaube, ich hatte es hingelegt oben. Ja, bin ich mir relativ sicher. Mit einer Gitarre, Leute, kaputt hauen. Bin ich mal gespannt, wie es wird. Hört sich irgendwie lustig an, finde ich. Ah, ich wollte einen Vorschlaghammer mit hochnehmen, um hier den Durchbruch aufs Dach zu machen. Aber eigentlich wollte ich ja auch pennen, komm. Sehr müde. Und eigentlich würde ich sagen, reicht es dann erstmal auch wieder so ein bisschen für heute. Muss reichen. So, da sind wir wieder. Gelangweilt, sehr depressiv, aufgewühlt und etwas angespannt. Ich meine, Kfz-Mechaniker, weiß ich nicht, wie viel man da noch brauchen. Ist halt auch die Frage, was ich jetzt da unten alles... Da muss ich halt auch mal gucken, ey, was ich alles gucken möchte. Eine Sache machen wir jetzt noch, bevor wir irgendwas anderes machen. Wir sind jetzt ausgeruht und so weiter. Ich möchte jetzt mal gucken, ob ich hier auf die Dachterrasse komme. Mein Vorschlaghammer war, glaube ich, hier hinten drin. Vorschlaghammer. Ich habe immer noch die Dings dabei, die Bratpfanne. Weiter nicht auf. Halt. Weiter nicht ausrüsten. Ich meine, mit dem wir halt. Oh, guck mal, was für ein langes Stiel der auch hat. Das müsste eigentlich voll die Reichweite geben. So, wo wollen wir hier unseren Weg nach draußen machen? Hier eigentlich. Geht das jetzt hier? Zerstöre. Zerstöre, aber was? Okay, so geht's schon mal nicht. Zerstöre. Ja, so geht's. Hier so? Also nee, da ist der Lichtschalter. Ich würde aber sagen, hier vielleicht so als Durchgang. Krass. Haben wir jetzt Steine bekommen? Nee, haben wir nicht, aber... Okay, ich habe nach unten hin zerstört. Ich habe nicht nach oben hin zerstört. Hä? Was habe ich jetzt zerstört, hey? Ich habe jetzt das ganze Ding hier zerstört. Jetzt muss ich praktisch wieder hinbauen. Bauen. Holzboden. Brauche ich Bretter 1, Nägel 1. Ich hoffe, ich habe mir jetzt nichts gebrochen. Verdammt, hätte ich mal ein bisschen... Oh, ich habe auf jeden Fall einiges an Schaden bekommen, glaube ich. Bretter 1. 1 nehmen. Habe ich hier Nägel. Eins nehmen, nochmal gucken. Holzboden, okay. Sollte da nicht immer runterspringen, ja. Okay,
Wenn ich mich jetzt gleich selber umbringe, weil ich das hier ausprobieren möchte. Ja gut, ich meine, allein der Vorschlaghammer wiegt halt auch nur. Ja, ich komme hier raus. Ah, okay, aber anscheinend ist hier vorne. Okay, Moment, da muss ich jetzt mal gucken. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Oder ist das jetzt alles eingestürzt hier vorne? Verstehe ich nicht. Sind das hier? Ich habe kein Leben mehr. Ich darf das nicht mehr ausprobieren. Scheiße. Das wäre. Ich habe Angst. Oh. Hui. Das ist ja fürchterlich. Mir geht es ja richtig, richtig tödlich verletzt. Ja, ich bin fast tot. Genau. Meine Fräse. Das wäre es jetzt gewesen an so einem Blödsinn. Noch zu sterben jetzt, ja. Da machen wir jetzt auch doch noch nicht Ende. Wir machen uns erstmal jetzt hier nochmal eine schöne Pfannengericht. Wir gucken, ob wir was Stales haben. Nur frische Sachen, okay. Zufälligen Fisch. Wir hauen uns jetzt richtig gut was hinter die Binde. Zufälliges Gemüse, Geflügel. Und ein bisschen Ei dazu. Bei wie viel sind wir schon? 49 Hunger, 15 Unglücklichkeit. Sehr gut. Moment, das hier mal weg. Wir nehmen natürlich unser Buch erstmal auch mit. Jetzt sind wir wieder überladen. Den Vorschlag haben wir, den Bösen, den machen wir jetzt erstmal wieder hier in den Rucksack. Dann sollte das alles gleich ein bisschen besser werden. Ich kann auch nur noch 15 tragen. Die Gitarre kommt auch in den Rucksack. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Ich darf jetzt kein Leben mehr verlieren, echt. Einschalten. Und hier lesen. Ja, so schnell kann es gehen. Ne? Ja, Gesundheit geht ja schon wieder ein bisschen hoch. Kocht. Oh, das war jetzt echt ziemlich knapp. Gelangweilt, depressiv, fast tot. Super. Einmal mit Profis. Ausschalten. So, wir sind auf 52,15. Erste Hilfe. Legen wir erstmal wieder hin. Und essen erstmal den Lachs. Sollte uns ja dann einen kleinen Boost auf Heilung geben. Ja, aber verstehe ich halt, wie gesagt, nicht ganz, aber okay. Echt ein bisschen panisch gerade gewesen. Also immer noch, ich denke, wenn ich jetzt noch ein oder zweimal runterfalle, bin ich auch kaputt. So, wir haben hier Hammer ausgerüstet. Dann können wir halt hier jetzt mal in Ruhe schlafen. So, wir können. Ich weiß, ich wollte jetzt eigentlich eine Tür ausbauen. Das ist die unten, ne? Ich will gerne den weißen einfachen Stuhl mal hier. Gut, ich meine, das ist trotzdem halt eine coole Sache. Wir haben da jetzt einen Ausgang praktisch oben auf dem Dach. Das ist eigentlich ganz nett. Die Daten muss ich noch rüberbringen. Ich will nur noch ein bisschen hochgeheilt sein. Ja, so kann es gehen, ne? Dann kann man das halt nicht. Ich würde sagen, oh, nee, das haben wir jetzt, ja doch, das haben wir wahrscheinlich kaputt gemacht, aber es ist halt trotzdem ein Brett rausgekommen. Das
sieht es jetzt fähigkeitstechnisch aus? 522, das ist halt echt mühselig. Ich glaube, den haben wir, ja, weiß ich nicht. Den haben wir, glaube ich, normal zerbaut. Da haben wir hier jetzt auch mal wieder mehr Platz. Ist halt auch die Frage, was mir jetzt Landwirtschaft eigentlich gebracht hat, ne? Kann ich jetzt Felder anbauen? Ich habe ja einmal Kürbissamen oder so irgendwas. Habe ich ja da. So, die Sachen alle mal hier rein. Ich kann auch wieder, also kann auch wieder 28 tragen, wollte ich sagen. Ich kann 19 tragen, also wahrscheinlich wäre ich jetzt bei 17 oder so. So, ja, hier drüben haben wir auch noch einiges, was weg muss. Hier traue ich mich jetzt gar nicht, auch noch einen Durchbruch zu machen. Aber das wäre es jetzt echt gewesen, also diese den Todgefalle da. Ah, das jetzt weiß ich, was ich wieder hier machen wollte. Weiß ich wieder, was ich hier machen wollte. Ich hasse es. So, jetzt. 12 Stück davon. Ich kann Wände bauen. Kisten. Doppelregal. Ich meine, schön wären hier halt auch einfach ein paar Infos zu dem, was man da bauen kann. Eine Regentonne. Ah, Regentonne, das ist doch das, was ich brauche. Um da Wasser aufzufangen. Genau, da brauche ich Brett. Tischlerei 7. Nee, das habe ich nicht. Tischlerei 4. Ich habe 4, oder? 4 von 4. Ich bin in der 4. Ich bewege mich auf die 5. zu. Nein, ich habe 4. Nee, ich habe Nägel 4 von 4. Tischlerei 4 brauche ich da. Also ich muss Tischlerei auf jeden Fall hochkriegen, um das hier bauen zu können. Tisch mit Schublade. Tisch. Kleines Bücherregal, weiß ich nicht, ob das so. Großes Bücherregal, brauche ich mehr Tischlerei. Also ich brauche bei fast allem mehr Tischlerei. Ich finde, ich habe genug Leben, um das jetzt noch einmal zu probieren, aber dann hören wir wirklich auf. Ich will halt wissen, ob hier das, ob das wirklich... Ich kann mich hier in der Wasserpfütze waschen. Flasche leer kann ich hier füllen. Wasserflasche verunreinigt. Okay. Aber hier vorne fällt man irgendwie runter. Ich möchte jetzt hier nochmal aufbauen. Holzboden. Man kann das alles praktisch hier ersetzen, oder was? Verstehe ich halt nicht. Wo falle ich hier runter und wo nicht? Ich würde fast sagen, hier vorne falle ich auch runter. Ja, hier ist doch eine Wasserlache. Was passiert hier? Hier falle ich nicht runter. Okay. Wieso falle ich hier hinten runter? Gut, hier wird die Wasserlache auch nicht mehr angezeigt. Einmal noch fallen? Nee, eigentlich kein Bock drauf. Sowas von kein Bock drauf.
Das wundert mich jetzt hier vorne. Ich verstehe es halt auch nicht, weil meiner Meinung nach... Okay, nein. Ich habe dazu keine Meinung. Na gut, also wir haben das zumindest mal ausprobiert. Jetzt weiß ich auch, ich brauche auf jeden Fall noch einen mehr Tischler. Dingens. Tischlerei ist wichtig. Das werden wir jetzt halt auch mit verschiedenen Dingen einfach mal weiter skillen, dass wir auch draußen. Und Frage ist halt, ob es trotzdem Sinn macht, mal 3 zu lesen, weil dann kriegt man statt 4 Punkte, kriegt man dann halt gleich 12 Punkte, ne? Und so weiter. Ich wollte ja eigentlich Tischlerei erst lesen, wenn wir den 4. voll haben. Kochen bin ich jetzt nicht so hinterher. Landwirtschaft, da müssen wir mal gucken. Wäre halt auch schön zu wissen, finden wir noch andere VHS? Oder tun wir halt wirklich mal losziehen und mal in die andere Stadt fahren und dort mal VHS-Farming betreiben? Lieferwagen von unten nehmen und los geht's. Und dann halt auch gucken, was wir so alles mitnehmen können. Ja, schwierig, schwierig, schwierig. Aber wäre es einfach, wäre es ja zu einfach, ne? Was lesen die gerade hier? Erste Hilfe. Erste Hilfe ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn wir da weiterkommen. Ich weiß nicht. Ich glaube, dann tut man sich besser verarzten und so. Kfz brauche ich im Augenblick irgendwie so gar nicht. Da hat man allerdings auch einen Bonus drauf. EP-Boost von 100 auf die Stumpfwaffen ist halt natürlich auch nice. Nachladen habe ich ein bisschen gelevelt. Cool. Zielen habe ich so überhaupt nicht gelevelt. Wahrscheinlich, wenn ich dann das Zielfernrohr drauf habe. Boah, Mann. Das Spiel ist schon sehr komplex. Ja, aber bevor wir jetzt hier noch rumstehen und eigentlich nichts tun, wobei natürlich sich dann wenigstens mein Leben auflevelt, ich denke, ich werde beim nächsten Mal dann erstmal oder vielleicht auch mal ein bisschen offscreen mich erstmal wieder hochheilen, werd mir mal ein paar Gedanken machen. Ich glaube, wir machen demnächst einen Ausflug in Richtung Dingenskirchens hier halt. Videothek. Um da dann halt schön mal zu plündern. Gut, ja, bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis dann, euer Eid.